sind wir wieder zurück. Hallo zu Game Plus Daily. Und ich spiele weiter Galaga. Und ich bin immer noch nicht. Wenn ihr super Galaga-Tipps habt, wie ich absahnen kann, denn ich habe noch eine Stunde Zeit, um zu trainieren für das Beef heute im Abschluss, dann schickt sie mir jetzt im Chat und dann werde ich das schnell durchlesen. Ganz besonders wichtig, wie ich diese ganze Reihe, wie ich eine ganze Reihe erledige. Ja? Du weißt schon, dass wir den Chat hier aber auch lesen können. Ne? Nee, aber ihr habt ja keine Zeit zu lesen, denn ihr, lieber Tischblau, ihr müsst ja jetzt Game Royale 2 machen. Dran ist mit seinem Spiel. Nee, keine Zeit. Ich finde ganz wichtig, auch bitte Regie, gebt denen die volle Zeit, dass die auch keine Minute mehr Zeit haben, um vielleicht noch irgendwas anderes zu üben. Dann kann ich üben. Gar nicht, oder? Du darfst irgendwann mal üben, Gregor. Hast du überhaupt mal eine Medaille, Simon? Hast du überhaupt eine? Heute? Jetzt habe ich gleich eine. Warte mal ab. Ah, ja, okay. Dauert nicht mehr lange. Klar. Okay, weiter so. Gut, ihr könnt ja ab und zu die Galaga-Cam einschalten und gucken, wie weit ich bin. Okay. Tischblau, meine Damen und Herren. Galaga-Cam. Sag mal, du wirst Fabian jetzt ja gleich erklären, was Game Royale 2, Game 2 Royale ist. Ich dachte, wir haben eine neue Game Plus Royale Folge gedreht zum Beginn, als du das dann reingepackt hast. Ach so. Deshalb war ich irritiert. So ein Aufwand und ich habe es nicht mitbekommen. Was ist es denn? Nee, es ist tatsächlich erst vor kurzem jetzt angekündigt worden, relativ spontan. Jetzt ist es auch schon da. Game Royale 2 ist natürlich das neue Spiel von der Bild- und Tonfabrik, also den Leuten rund um Jan Böhmermann, wo auch wieder Florentin Will zum Beispiel mit dabei ist, der ja auch bei uns hier ganz gerne mal auftaucht. Ist ein Adventure, was sich sehr, sehr sehr deutlich diesmal an einem bekannten Adventure orientiert, also noch stärker als vorher. Das Spiel kommt morgen eigentlich raus, wenn ihr es euch kaufen wollt. Nämlich bei Steam gibt es es dann für knapp 5 Euro oder auch für iOS und Android. Da kostet es, glaube ich, knapp 2 Euro. Und diesmal kostet es Geld? Ja, genau. Das schön, als ob wir das geprobt hätten, diese Überleitung. Jetzt, ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, hä, Moment, für das erste Game Royale muss ich doch nichts bezahlen. Und das müsst ihr auch diesmal nicht, wenn ihr nicht wollt. Es gibt nämlich jetzt schon, du kannst einfach im Browser spielen. Ah. Es gibt zwei Versionen. Es gibt eine so ein bisschen mobil optimierte Version, die so um die 50 MB groß ist oder eine größere, die hat 100 MB und dann mehr, ich glaube, mehr Effekte, mehr Sprache und sowas drin. Vielleicht kann die Regie ja mal die URL dazu einblenden, falls sie es nicht schon gemacht haben. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet. Da könnt ihr einfach hingehen, könnt euch das Spiel, was wir jetzt hier zeigen, auch kostenlos dann runterladen. Okay, das mit der Bauchbinde scheint Probleme zu machen, der Regie. Dann gehen wir einfach mal auf meinen Rechner und starten das Spiel. Und ich wette, Gregor und auch du, Simon, aber du bist durch das Galaga leider so abgelenkt. Ja, ich bin ein großer Fan dieser Idee. Weniger Sekunden erkennen, welches Spiel hier Vorbild war. Du weißt es schon. Ich habe mal irgendwo schon gelesen, ja. Aber okay. Starte mal. Ja. Wir starten mal. Mal sehen, wie schnell. Monkey Island. Ja, welcher Teil? Monkey Island 3. Richtig. So fängst du nämlich an. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Und keinen Proviant außer meinem Floß aus Laugengebäck. Wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meinen lieben William wiederzusehen, hält mich aufrecht. Bin sehr, sehr durstig. Um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Glump vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und vielleicht meine Kraft wiederzugewinnen. Dies wird meine letzte Nachricht. Der Akku meiner Apple Watch geht zur Neige. Oh, mein lieber William, bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verdursten, ohne dein Gesicht nur ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich? Abspann. Magazin Royal, das Spiel mit Jan Böhmermann und mir, William Kohn. Episode 2, The Secret of Yannis Island. Was soll der Monkey 1 jetzt? Ja. Ja, generell, der Stil der Grafik natürlich ist schon eher Monkey Island 1. Ja, also so ein bisschen gemixt, aber ist so schön. Also wenn man die Sachen selbst bezockt hat, merkt man es natürlich. Kann man, wenn man sich überhaupt nicht im Böhmermann-Versum auskennt, überhaupt irgendeinen Spaß daraus ziehen? Weil ich habe keinerlei Ahnung davon. Also ich habe die ersten paar Minuten schon mal angespielt vorher.
Es ist natürlich auch voll von diesem ganzen sehr medienkritischen Humor, den er so hat. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das nur voller Insider-Gags ist, die man nicht versteht, wenn man jetzt nicht die anderen Charaktere so außenrum auch kennt, die da immer mit auftauchen. Also man kann das auch so ganz normal spielen. Es ist ein normales Adventure. Schon ein bisschen gezuckt bei Laugengebäck. Jetzt muss ich auch diese ganzen Musikvideos gesehen haben. So. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ob hier jemand ist, der mich mit nach Hause nehmen kann? Ich habe eine Sendung zu moderieren. Aber erstmal was zu essen und zu trinken organisieren. Mein Hals ist eine staubtrockene Wüste. Und ich sterbe vor Hunger. Okay, jetzt automatisch gespeichert. Unsere zwei großen Ziele sind klar definiert, Gregor. Wir müssen was zu essen und was zu trinken finden. Was haben wir denn da alles auf dem Strand rumliegen? Also hier noch gar nichts. Aber hier haben wir einen Schwamm zum Beispiel. Oh, ein guter Schwamm. Ist halt die typische Adventure-Steuerung. Kannst Sachen angucken oder mit ihnen interagieren oder sie aufnehmen. No risk, no Schwamm. Erinnert mich auch ein bisschen an die guten alten Werbe-Adventures. Ja, ey, da habe ich auch wieder dran gedacht, als ich es gespielt habe. So früher von Beefy und solchen Sachen, wo es so eigene Adventures gab. Ich habe mal eine Retro-Club-Folge auch dazu gemacht. Würde das mehr Spaß machen. Ach, ernsthaft? Mhm. Ich habe zu Hause noch meine Originalversion von Beefy 2 Action in Hollywood. Was jetzt noch beefiger. Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Okay, glitzern. Wir finden... Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Aber mein Magen knurrt schlimmer als die Töle von Sarah Kuttner. Hoffentlich treffe ich nicht die Zietlo und den Hartwig. Geht's jetzt darum, dass LeChuck die GEZ-Gelder hat, oder? Ja, man weiß es noch nicht. Also ich habe nicht allzu weit gespielt. Okay. Ich habe an einem Rätsel kurz gehangen. Es hat mich ein bisschen genervt, weil es völlig random ist. Mache ich es einfach hier schon gleich. Du musst die Haarnadel mit dem Kautschukbaum benutzen, warum auch immer. Ah, du stichst sie ja, damit der Kautschuk da rausfließt. Ein kleiner Holzwurm. Nee, du findest einen Holzwurm dann da drin. Okay. Also, warum auch so immer. Ich habe so Hunger, ich könnte 3 Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. Da Lena Meyer Landrut? Mhm. Weil die so dürr ist, kann ich nicht essen? Er macht sich tatsächlich immer über sie lustig. Ja, das stimmt. Ah, okay. Apropos Nicht-Insider. Ja, also hier ist es schon voll. Eher was aus der Rubrik einsteigerfreundliche Rätsel. Was machen wir mit der Pfütze hier, Gregor? Okay, ja. Wenn wir einen Schwamm im Inventory haben, wahrscheinlich nicht, oder? Probieren wir mal aus, ob's funktioniert. Oh. Der saugt ja schneller als... Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Okay. Gut, wir haben einen entflammbaren Schwamm daraus gemacht. Hier sind noch ein paar Bücher. Okay, Die Kunst, ich zu sein, von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Ja, brat mir einer eine Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? Ein abgestürztes Flugzeug hinten. Yep. Über Flight of the Amazon Queen. D-E-W-Y-L. Devil. Wenn ich es nur irgendwie in die Luft bekommen könnte, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Ja. Okay, Werkzeugkasten. Da ist ein Pilot drin. Ein Werkzeugkasten? Wie ist der denn hier gelandet? Der Koffer ist verschlossen. Und nein heißt nein. Oh, was hast du da bloß mit dem Inventory, womit du den aufmachen kannst? Geht's nicht mit der Haarnadel? Ach, du meinst mit der Sicherheitsnadel? Ja, natürlich. Dafür ist wir können es ja mal ausprobieren. Oder? Es wäre aber relativ kurios, weil wir die Haarnadel ja eigentlich schon benutzt haben, um den Kautschukbaum anzustechen. Okay. Aber natürlich hast du recht, Gregor. Tada! MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Aber ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Vielleicht findest du da noch eine andere Sicherheitsnadel, die du noch weiter benutzen kannst. Ich nehme ihn mal mit. Was man hat, das hat man. Einen Schraubenschlüssel. So. Ist alles okay, Elias? Alles okay, alles gut. Mach gerade seine Steuererklärung. Oh nein, ich habe mich verklickt. So, durch das Dickicht kommen wir, glaube ich, hier noch nicht durch jetzt. Das dichte Fichtendickicht. Ein Bambusdickicht. Das. Okay, aber es gibt noch eine andere Location, zu der wir noch gehen können. Also Schraubenschlüssel, Schwamm, entflammbarer Schwamm, irgendwo da hinten, ne, im Dschungel. Genau, du kannst hier vorne noch zu der Bucht latschen. Ob man wohl gleichzeitig verhungern und verdursten kann? Ich will es lieber nicht rausfinden. Okay, ist dann Skateboard. So, ein Longboard. Entschuldigung, ich bin Longboards nicht cool genug. Longboards sind Wrongboards. Das ist der kleine
Kommentar zu den YouTubern. Nanu, da steht eine Wasserflasche oben auf der Palme. Ah, weil dieser ungefährte mal Longboard, ne? Ja, genau. Ah, ich bin cool, jetzt weiß ich Bescheid. Es tut so weh, euch zuzuhören, wie hinter dir diese Gags kommt, ja. So, und euch das gegenseitig erklärt. Oder habt ihr denn, was habt ihr denn letztes Jahr gemacht? Also das hier, das ist fast so Andreas Links-Niveau, würde ich sagen. Lena Meyer Strandgut. Das ist schon... Trinkwasser drin. Wie in Lena Meyer Landrut. Ja. Okay, wir schrauben den Außenbordmotor. Mach das. Ford-Motor ab. Mit so einem Meta-Kommentar ist noch ganz lustig, der dir die Witze so nochmal erklärt. Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Oh, das finde ich aber. Naja. Was? Frage an Gregor, den Adventure-Experten. Was machen wir mit dem Motor ohne Benzin? Du bringst den Schwamm in den Motor aus. Kannst du die kombinieren im. Kannst du mal ausprobieren. Ich betanke ihn vorsichtig. Na klar. Gut, du darfst ja auch nicht so ultra kompliziert machen, die Rätsel jetzt hier, wenn du so ein eigenes Grafik-Adventure baust. Machen willst. Okay, also für die Kiste taugt es schon mal nicht. Schraubenschlüssel bringt nichts. Ist nicht spitz genug. Nee, wir müssen was anderes herstellen. Wenn ich nur etwas zum Aufstemmen hätte. Ich glaube, davon taugt es nichts. Den Wurm können wir, glaube ich, auch nicht anspitzen. Nee, ich. Was soll der Wurm damit bauen? Ne? Also mal zum Flugzeug vielleicht zurückgehen und da was abschrauben. Okay. Oder gab's nicht noch Location? Naja, es gibt eine Location, durch die wir nicht durchgekommen sind, weil sie so dicht bewachsen war. Okay, ich weiß Bescheid. Also dann mach den Motor an und fräst dir da ein Loch durch. Adventure-Logik. Yep. Es ist schön, wenn man irgendwann einfach nur das Abstrakte direkt sehen kann, ne? Das ist schön, ne? Ja. Man sieht so klug. Was macht denn Simon Gallagher eigentlich? Ich sehe immer noch 0 Punkte da. 20.000 maximal. Ja, Gregor, viel mehr geht mehr nicht. Heute. Ich habe auch nur einmal gespielt. So, wir haben uns durch das Dickicht gefräst. Und das war's mit dem Motor. Hm? Boah, ich habe so Hunger Games. Das ist ja wirklich sehr linkschisch, der Humor. Gut, wir finden einen Faustkeil. Ja, dann gehen wir zurück und stellen mal die nicht schnell was trinke, Kiste auf. Bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Ja, er betont es auch nochmal, dass mit dem Getränk scheint zu pressieren. Mhm. Du hast ja noch einen Kaipi in der Kiste oder so. Hätte ich nur einen Hebel dazu. Hm. Kannst du das in den Schraubenschlüssel klemmen? Meinst du? Ego. Es tut mir leid. Ich habe vielleicht das eine oder andere schon mal gespielt. Wir haben ein Universaltool hergestellt. Geil. Das Bände sehen könnte. Bände? Ach, Bände. Lecker. Glumpsecco. Das haben sie auch irgendwie da erfunden, oder? Ja, ja so bestimmt. Ja. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Jetzt nur noch was zu beißen organisieren und der Tag ist gerettet. Okay, Problem 1 dieses ersten Kapitels ist gelöst. Mhm. Diego, wir gehen nochmal zurück, würde ich sagen, zu der Lichtung hinter dem Dickicht. Da war ja noch mehr versteckt. Mhm. Ich habe übrigens so ein bisschen Halsschmerzen heute. Strengt mich ein bisschen an zu sprechen. Ja. Mhm. Ich bin mit Halsschmerzen aufgewacht heute. Ja gut, wir kriegen das schon hin. Kannst du den Schwamm in die Feuerstelle ausbringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der ist, glaube ich, schon leer. Trocken. Schwammintelligenz. Aber wir können mit dem Papagei hier, glaube ich, sprechen. Da sitzt ein Papagei. Chip, chip, brak, brak. Er macht brak. Uns nach. Wie meinen Sie das? Ich rappe doch nur. Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt. Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, Sie haben ganz andere Sorgen. Ja. Richtig, du Vogel. Ich habe einen riesigen Hunger. Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zum Mitnehmen, bitte. Jan? Das ist kein Drive-In, das ist eine Insel und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, was können Sie denn empfehlen? In Ihrem Fall einen guten Therapeuten.
Oh, es ist zu Ende. Okay. Du magst nicht so gerne lange Dialoge, ne? Nö, doch, hallo, aber... Hallo, Jan. Hängt immer von der Art, wie sie geschrieben sind. Der ist normalerweise lustiger, ne? Oder? Der in den Dialog? Sendungen. Also ich meine allgemein so Böhmermann. Du bist nicht so Jan Böhmermann-Fan, ne? Ich guck das nicht, ne. Nee, lassen Sie mal lieber. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe immer noch riesigen Hunger. Also man muss sich dran gewöhnen, ne? Eine Ziege gesehen. Eine Ziege? Ah, Memes, das kenne ich. Was ist das für ein Ort? Das kenne ich. Was ist das für ein Ort? Das wollte ich Sie gerade fragen. Und was machen Sie ganz allein auf dieser Insel? Ich bin ein verzauberter Aal. Ein verzauberter Aal? Soll ich Sie küssen, damit Sie sich zurückverwandeln? Hm, ja, nö. Ich lasse das jetzt so. Kann ich vielleicht Ihr Handy kurz benutzen? Könnte ich vielleicht Ihr Handy kurz benutzen? Leider nein. Okay. Und warum das nicht, wenn ich fragen darf? Jan, ich bin ein Papagei. Und mein Samsung ist letzte Woche explodiert. Ach, halt den Schnabel. Verstehst du, Gregor, wegen dem Galaxy Note? Das habe ich mir, ja, gut. Das war, ja, das kann man mal machen. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, musst du nicht alle Gesprächsoptionen erschöpfen oder ist es einfach wirklich nur... Ich glaube, es ist nur Entertainment. Ah, eine Liane. Die nehmen wir gleich mal mit. Vielleicht kann ich hochklettern? Na toll, die Liane ist so eine Drama-Queen. Jetzt ist sie auch noch abgereist. So, was machen wir mit der Liane? So, lass mal gucken, was hatten wir denn? Können wir den Papageien anfangen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, den Wurm an die Liane. Nee, Liane mit dem. Nicht, dass der Wurm Minderwertigkeitskomplex bekommt. Genau, mit hier Dings da. Der Büroklammer an die Liane. Naja, Lianen sind nee, ja auch wie die Frage. Also, du musst eine Angel bauen, denke ich. Ja, aber doch nicht mit einer Haarnadel. Ja, wie kriegen wir denn dann den Wurm an die Leine? Müssen wir irgendwo noch einen Haken finden? Brauchen noch irgendwie was? Weiß ich auch nicht. Aber das ist doch bestimmt die Idee, ne? Dass du den Angel baust. Ja, Angel bauen würde ich auch sagen. Also er traut sich da nicht weiter rein. Hier gibt es die Liane. Potenziell hätte ich gesagt, die Gesprächsoption mit dem Vogel erschöpfen und gucken. Hallo, gefiederter Freund. Hallo, Jan. Nee, das mache ich nicht. Okay, das mit dem Handy hatten wir schon. Es gibt nur noch eins. Soll ich Ihnen ein Gedicht aufsagen? Nee, lassen Sie mal lieber. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Oh ja, das habe ich auch mitbekommen. Das war wegen dem, wo er verklagt wurde. Ich habe immer noch riesigen Hunger. Ich habe da hinten eine Ziege gesehen. Gut, hier haben wir alles abgefrühstückt. Okay, also es sind nur Gag-Texte. In den Wurm schenken. Papageien fressen keine Würmer, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal woanders. Ja, also wir haben den Prosecco rausgeholt aus der Kiste. Ach, guck mal hier. Ein Bambusrohr. Das ist noch übrig von dem eben abgesägten Zeug. Okay, dann benutzt das Bambusrohr mit dem Seil, mit der Liane. Fast so etwas wie eine Angel. Pack den Wurm dran. Mhm. Falls es geht. Super, eine Angel mit Köder. Jetzt an den Strand und angeln. Das geht. Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Was ist das? Eine Dose mit Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Okay, wie kriegen wir die auf? Ja, schon hier mit, oder? Universaltool, ja. Das Universaltool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Kommen wir zum Flugzeug nochmal? Oder hast du hier noch irgendwie was anderes? Vielleicht gibt's da. Vielleicht kann man so hier einfach irgendwo dagegen hauen. Aber es ist zu simpel. Ja, das ist, glaube ich, nicht keine... Gute Idee, aber so bekomme ich sie leider nicht auf. Das war dann doch zu simpel. Wo meinst du, zum Flugzeug? Ja, also, wenn wir jetzt einfallen, ich weiß nicht, ob wir irgendwo anders noch was übersehen haben. Ach nee, das ist falsch. Das ist der Papagei, ja. Ah, nee, gib's dem Papagei, damit das mit seinem Schnabel aufstemmt. Das findest du, ist eine logische Lösung für dieses Rätsel? Gib's ihm einfach. Ich glaube, es stimmt. Es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe es vor 2-3 Tagen schon gespielt. Ich fand es super dämlich. Hey Kumpel, ich habe mich ja den Humor des Spiels gewöhnt. Kannst du mit dieser Dose behilflich sein? Claro. Herzlichen Dank.
Also ist denn durchgespielt? Oder? Damit wäre der größte Hunger gestillt. Ich habe den Abschnitt hier gespielt. Was war das für ein Geräusch? Das hat auch irgendeine Bewandtnis, dass er so spricht, ne? Habe ich aber auch nicht kapiert tatsächlich, falls es ein Insider-Gag ist. Kannst du ihn erklären, Ilias? Gerade fällt mir dann auch nichts ein. Ich nehme es mit. Ah, schön. So, hier habe ich dann aufgehört zu spielen. Lösegeld, Lösegeld. Wir weißt du, wer das ist, Gregor? Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Nee. Aber Simon weiß es bestimmt. Dann nehmen wir uns diese Schweine vor. Ist ganz links? Machen Sie fertig. Ganz links? Ja. Die Frau. Das ist das Ding. Na, das hilft mir doch mal. Ich weiß. Lena Meyer-Landrut? Nein. Oder? Nein. Ihr werdet es gleich rausfinden in dem Video. Larissa? Ja. Ist es Larissa? Mhm. Und hier ist Florentin. Ach, schön. Schön sieht die Perspektive aus. Das müsste Monkey 1 die Cutscene sein. Die hier? Ja, so die Perspektive war LeChuck und das war auf der unten im Todesschiff. Wo du der Chat hast. Flippt auch gerade schon aus. Ausrufezeichen CD Larissa. Hallo, ist der Post Bifi. Der Minute. Hallo, William. Und was machst du so? Jetzt, wo Jan weg ist, übernehme ich den Laden hier. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich bin hier der Beefträger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich bin eigentlich nur im Spiel, damit ich wieder Werbung dafür machen kann. Und hinterher behaupte ich, ich hätte das Spiel selbst programmiert. Das stimmt sogar, weil Florian hier hat mir das Spiel empfohlen. Ja. Da haben wir mal reingucken sollen. Los, komm, wir suchen. Das hat er geschickt gemacht, aber ehrlich immerhin. Suche nach Stefan. Der ist mit seinem Boosterboard abgedüst und seitdem verschollen. Gib dir die Hand und da ist auf einmal ein USB-Stick drin, ne? Ich muss dann mal wieder. Ja, man sieht sich. Hey, Larissa! Ey, bist du nicht der, der mich ständig auf Tinder stalkt? Und was machst du so? Ich muss gleich noch mal Tupac interviewen. Und danach? Ach, keine Zeit. Ich lege um 3 Uhr noch im Berghain auf. Stimmt wahrscheinlich sogar, ne? Wir suchen Jan. Jan? Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, welcher das war. Der mit den Klöten? Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich habe eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Nochmal die erste Option. Meinst du, kommt was anderes jetzt? Nee, also das haben wir beim Papagei auch nicht gehabt. Ja, man sieht sich. Okay, die Gagmaschine? Ja. Ach, jetzt verstehe ich, die war die ganze Zeit nicht an. Ne? Das finde ich wieder clever, schön Meta-Humor. Okay, hast du eine Idee? Was ist das für eins Gag-Maschine? Ich habe keine Ahnung, bestimmt wieder irgendein Insider. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich erst lösen. Ja, 1-9. Oder was war das nochmal? Peak, König? Achso, Krone, Dame, Ass, Doppelherz, Peak. Redet doch mal mit Florentin. Haben wir doch schon. Okay. Aber wir können ihn nochmal fragen, ob er wirklich keine Ahnung hat, weil ich glaube, die Option war ein bisschen Hallo, anders. Hallo, Beefy! Hallo, William. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ich habe einen erfolgreichen Podcast, eine eigene Sketchshow und hoste regelmäßig eine Morgensendung. Da habe ich für so einen Quatsch keine Zeit. Okay. Ich muss dann mal wieder. Ja, es ist wirklich wie bei Monkey Island, dass du einfach 20 Mal ihn fragen musst. Bitte. Ah, im Hut. Der entscheide dich, Hut. Ich entscheide. Hättest du lieber ein Stück Zwieback in der Badehose oder ein Stück Badehose im Zwieback? Mehr Beef hat sonst nur Jumbo Schreiner bekommen. Moment mal. Ein Lottoschein mit Jans Glückszahlen? 4, 8, 15, 16, 23, 42? Kennst du, ne? Ja. Dafür ist es bestimmt schon lang genug her, dass man das als Zitat gelten kann, ne? Ja, ich glaube schon. Wann war es zu Ende? 2011 oder so, ne? Schon echt lange her. Ja, oder? 2010, 2011 irgendwann. 4, 8, 15, 16,
23. 42. Bestätigt. Das muss die Tür zum Speicher mit den GEZ-Überschussgeldern sein. Sind bestimmt nicht drin. Ich glaube nicht, dass wir einfach so reinkommen, oder? Was? Oh. Hast du schon gespielt, Gregor? Oder sind die bei Game 2 jetzt alle die? Das sind wahrscheinlich, ja. Sind die GEZ-Millionen am Ende nur ein Mythos? Das liegt hier. Ja. Oh, es ist der. Musste mir kurzfristig etwas Geld leihen. Bringe es wieder zurück. XOXO Jan. Hm. Böhmermann an Außenwelt. Böhmermann an William. Bitte kommen. Hört mich jemand? Over. Mist. Die Batterie ist leer. Ich muss eine neue besorgen. Lol. Kein Problem auf einer einsamen Insel. Er hat lol ausgesprochen. Liegt da unten noch was im... Stimmt, das ist neu. Ja. So ein Stück Holz kann man immer gebrauchen. So für zwischendurch ist es ganz lustig, das Spiel. Es hat keinen Strom. Aber? Ich habe leider keine Bindung zum Humor und zu dem Universum da eben. Also so richtig kickt es mich nicht, aber bestimmt Leute, die jede Woche gucken. Mein ganzer Stolz. Weil wenn wir sowas machen würden, wäre es nicht viel anders. Insider, die nur wir verstehen und scheckig lachen. Ja. Weil ich finde es aber schon schön, wie sie sich halt so wirklich ganz stark an dem alten Stil orientiert. Das auch ist die, schön, ja. Die Art und Weise, wie die Figuren manchmal in den Gesichtern so reagieren auf irgendwelche Sachen und diese Animation mit den ganz wenigen Bewegungsphasen und so, das haben sie schon sehr schön. Das ist auf jeden Fall mit Herz dabei, also das kann man auf jeden Fall respektieren. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, der erste Teil war relativ kurz, den hat man echt schnell wegspielen können. Das war so ein Spiel für einen Nachmittag. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich glaube nicht, dass es hier ein 10-Stunden-Spiel ist, weil dafür ist es nur 100 MB groß. Das heißt, da kann nicht so viel dahinter stecken. Aber auch wenn ihr sagt, hey, das ist eigentlich, mag ich Adventures, aber das ist vielleicht dann doch nicht so mein Ding und ich gebe kein Geld dafür aus, dann spielt es auf der Webseite, wenn ihr Jan Böhmermann magt und vielleicht auch noch Adventures. Dann ist es natürlich ein feiner Zug, wenn ihr sagt, okay, ihr holt euch das bei Steam oder für Android oder iOS. Kann ich ihm das Geld zustecken und das Spiel nicht spielen? Das geht bestimmt auch. Die Frage ist, ob er das braucht noch. Ob er wahrscheinlich nicht mehr braucht. Ich glaube eher nicht. Nach der Werbung, sorry Simon, ich moderiere jetzt einfach ab, ich habe mir auf die Uhr geguckt. Geht's weiter? Gregor hat noch ein Spiel, Ilias noch Mobile Plus, bis gleich.